So, meine Freunde, ich hoffe, das klappt hier alles soweit. Dass auch der Stream flüssig läuft, sollte aber kein Problem sein eigentlich. Ich habe das auf 6000 Kilobit gestellt. Komischerweise macht er zwischendurch mehr. Auch gut. Ich hoffe aber trotzdem, das läuft alles flüssig. Wir sehen auch, wir können jetzt hier, ich habe das halt extra so eingestellt, einen Untertitel einschalten. Ich hoffe, man kann ihn aber auch für die, die ihn nicht brauchen, auch ausschalten. Wobei doch geht, glaube ich, auch. So. Aber wie kriege ich den jetzt wieder weg? Da. Okay. Ja, sollte alles passen. Ich weiß aber allerdings nicht, ob man diesen CC-Button irgendwo anders hinlegen kann, weil der ist jetzt genau in meiner Fresse. Aktuell ist, glaube ich, noch keiner da. Mal, ob wir hier noch ein paar Leute reinkriegen. Mal, ob wir hier noch ein paar Leute reinkriegen. Ups. Ja, irgendwie sieht das nicht ganz so aus, wie ich es gerne hätte. Na egal. Oh, wir haben einen neuen Follower. Moment mal, das ist aber nicht das, was ich wollte. Zum Titelbildschirm zurück, weil wir wollten ja ganz von vorne anfangen. Ja, wir nehmen mal die mittlere Schwierigkeitsstufe, würde ich sagen, ne? Hallo Brischko, also Markus. Ich muss sagen, der Vibrationsmotor in der PlayStation 5 zu PlayStation 4 ist das schon pervers, ja? Das fühlt sich so anders an. Markus, du wirst wahrscheinlich, weil ich muss erst noch einen Streamlabs-Bot programmieren. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so geht, wie bei YouTube. Hier muss ich, glaube ich, einen Bot separat programmieren. Du musst den Streamlabs-Link vielleicht zwischendurch einfach mal in die Kommentare posten. Lass mal Instagram gut sein. Heute ist nur wichtig Streamlabs und YouTube als Werbung. Ich habe mich schon in dem Video hier gefragt, ob das nicht eigentlich der Bösewicht aus dem ersten Teil ist. Also hier, Ganon. Ist der Ganon? Das ist gar nicht mehr. Also es scheint irgendwie ein Spin-off des ersten Final Fantasy zu sein, was ich irgendwie auch wieder cool finde. Mist, ich habe mein Handy liegen lassen. Markus, danke für dein Prime-Abo.
Ehrenmann. Das ist aber hier nicht optimal gelegt mit den Sachen, ne, oder? Muss ich nochmal ein bisschen hier neu sortieren, würde ich fast sagen. Wie machen wir das denn am besten? Also ich glaube erstmal kopiere ich das, duplizieren, mach daraus Game Capture YouTube. Weil da ist das Overlay alles ein bisschen anders. Das ist in Ordnung so. So, und hier mache ich dann, hier schiebe ich mal meinen Namen nach oben, hier drunter. Da sollte er nicht stören. Und nehme die Ereignisliste. Weil hier drunter ist auch doof, ne? Hier müsste die eigentlich nebeneinander. Das wäre am besten. Wie soll er die denn jetzt weggemacht? Dann mache ich die einfach hier hin und hoffe, dass das nicht zu sehr im Weg ist. Ich mache die mal ein bisschen kleiner. Machen wir die doch hier hin. So. Sorry, dass man das jetzt nicht sieht, Markus, aber du weißt ja, dass ich dir dankbar bin. Hallo Supernova. Ach scheiße, ich habe vergessen, auf Senden zu drücken. Mies. Guck mal, ob der Code noch funktioniert. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Manchmal bei Discord vergesse ich einfach auf Senden zu drücken. Richtig behämmert. Okay, der hat jetzt hier schon Frame-Einbrüche, warum auch immer. So, was wollte ich dir jetzt meinen Namen nochmal nach unten wieder. So. Passt. Ist egal. Muss so passen. So. Benji hat wieder 100 Euro gegönnt, genau. Und da das halt offline war, wollte ich das hier einfach noch drin lassen, damit er trotzdem seine Ehre bekommt. Leider ist er gerade nicht da. Ich weiß nicht warum. Jetzt noch mal. Genau, schlagen war auf R1, warum auch immer. Blocken war auf L1. Okay, das war ein super Angriff. Wie konnte ich denn? Ach so, das war Sprinten, genau. Leider kann ich das nicht in perfekter Grafik spielen, weil meine Game Capture kann kein HDR. Was noch viel schlimmer ist, mein Verstärker auch nicht. Ah, genau. R3 war anvisieren. Ist auch nur minimal brutal. Okay, beim letzten Mal habe ich es nicht so schnell gekriegt, weil ich glaube ich die Kreistaste übersehen habe. Ja, ohne Scheiß. Also Benji und Markus, nicht, dass die anderen nichts tun. Also das will ich nie so darstellen, ne? Aber Benji und Markus sind halt die Hauptfinanzier des Kanals, muss man wirklich so sagen. Ich bin aber aktuell immer noch im Minus, weil die Grafikkarte, Game Capture. Ich bin gerade bei meiner Steuererklärung vom letzten Jahr dran und da bin ich sowieso fett im Minus. Mal gucken, ob ich da was wiederkriege. Ich hoffe, ich habe erstmal alles richtig gemacht. Ich werde aber nochmal jemanden drüber gucken lassen. Muss auch nochmal beim Finanzamt anrufen und fragen, ob ich einige Sachen so machen darf, machen soll oder anders machen muss. Blockierte Szene hier.
Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht rausnehmen, weil halt dieses Lied da drin ist. Das haben die bei Kingdom Hearts schon gemacht. Das war mega nervig. Beim Jobcenter müsste ich eigentlich gut dabei sein, weil die sehen ja, was ich halt eingenommen habe und was ich ausgegeben habe. Und ich war eigentlich jeden Monat circa im Minus, weil technisch gesehen war ich eigentlich nicht im Minus, weil die Kosten, die ich ja da auch angeben darf, wie zum Beispiel Strom, Internet etc., das sind ja Kosten, die ich so oder so gehabt hätte, die ich aber jetzt einfach durch das Gewerbe mit absetzen darf. Was halt einen Unterschied macht. Also würde mich wundern, wenn ich da was zurückzahlen müsste. Achso, erstmal anvisieren. Also ich glaube nicht, dass sie was zurückhaben wollen. Weil ich war eigentlich jeden Monat im Minus. Das Tutorial finde ich super nervig hier, ne? Besonders verstehe ich nicht, warum dieses Tutorial nach dem ersten Kampf kommt. So. Was soll ich jetzt nochmal machen? Achso. Gut, es ist jetzt auch nicht größer als das von Cloud, ne? Ist das nicht besser? Hat's hier... Ja, nee, weil du hast ja auch kein Geld dann für die Sachen. Weil wenn du so guckst, Steinwurf. Achso, ich muss ihn ja erst anvisieren. Du hast ja dann oft einfach kein Geld für die Sachen, ne? Weil du musst das ja auch so sehen. Wenn ich jetzt Vollzeit Hartz IV bin, habe ich zum eigentlichen Leben... Weil ich hatte ja ungefähr 600 bis 700 Euro Fixkosten, ne? Du hast halt 445 Euro zum Leben. Miete ist ja dann schon abgezogen. So, jetzt hast du aber Internet. Du hast Fitnessstudio. Du hast Handy, von mir aus auch noch Netflix. Du hast Strom. Strom ist sowieso voll dämlich. Also ich bin ja der Meinung, damit die Hartz-IV-Empfänger nicht bis Ultimo Strom verbrauchen, so sollte das Jobcenter jetzt nicht alles übernehmen. Aber ich finde so grob die Hälfte sollte das Jobcenter von den Stromkosten übernehmen. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, ich zahle circa 70 Euro Strom. Und wenn man dann mal hochrechnet, ich hatte 450 Euro zum Leben, 70 Euro allein schon Strom. Da bin ich schon mal nur bei 380. So, dann kommt dazu 40 Euro Internet, bin ich nur noch bei 340. Dann kommt dazu, sag mal schnell, zum Beispiel Fitnessstudio, 20 Euro, 320 nur noch. Dann, was gibt's noch? Versicherung, nochmal 20 Euro. Was habe ich denn noch gehabt? So, da waren mehrere. Wir wollen ja nicht beim Tutorial schon sterben, ne? Wo war ich bei 300 Euro? Was habe ich denn noch so für Fixkosten? Ja, Handykosten sind auch nochmal circa 20, 25 Euro.
Bist du schon nur noch bei 280? Ich hatte mal irgendwo einen Zettel rumliegen, wo meine ganzen Fixkosten drauf liegen. Drauf sind. Aber selbst wenn du dann auch einfach noch Netflix oder so hast, also einfach nur irgendwas zum Unterhalten, ne? So, das ist einfach so viel Geld, was da verloren geht, ne? Und dann kommt noch dazu, mit diesen restlichen 280 Euro ungefähr, davon sollst du den ganzen Monat leben. Jetzt versuch mal für 280 Euro vielleicht mal ein bisschen Spaß zu haben in irgendeiner Form und dann auch noch Lebensmittel zu kaufen. Da bleibt nicht mehr viel über. So, und ich habe zum Beispiel für den restlichen Oktober bis Dezember habe ich halt knapp. Also insgesamt zusammengerechnet 400 Euro eingenommen. So, und davon habe ich natürlich auch alles von Dragon Ball Legends und Co. bezahlt, ne? Das heißt, da laufe ich auch nochmal dann technisch gesehen im Minus. Aber ihr seht, der Hintergrund ist halt der: Strom, Handy, Internet. Das ist ein Kostenpunkt von circa 130 Euro, den ich vorher komplett allein tragen muss, aber durch das Kleingewerbe, was ich dann gegründet habe, kann ich diese Sachen wiederum, konnte ich beim Arbeitsamt anmelden und sagen, ey, das brauche ich für mein Gewerbe, also kann ich absetzen. Und das ist halt beim Finanzamt genauso, ne? Ich brauche das für mein Gewerbe, also kann ich es absetzen. Und das als Minus buchen, ne? Weil es ist ja keine reine Einnahme dann. Und es wäre halt auch dumm, das nicht so zu buchen. Seine Stimme kommt mir voll bekannt vor. Hallo Benji. Also der Untertitel für Benji sollte eigentlich jetzt unter Einstellungen ganz normal funktionieren. Digga, ich verstehe das nicht, ne? Ich habe 6000 Mbit eingestellt, trotzdem lädt er zwischendurch nur mit 1000 hoch. Wie geht das? Oh nein, der Taskmanager ist in der Mitte, ich kann es gar nicht sehen. お前たちの実力は認めよう。名のある魔物討伐の遠征を3度も成功させたのだからな。だが問題は人数だ。この世暗黒に染まりしとき4人の光の戦士現れん。そして持っているクリスタルの色輝きも違う。確かに。でも大臣、重要なのは予言通りの戦士が現れることでしょうか。 現実にカオスを倒すことではないのですか？私たちには閣下がそこまで慎重になる理由が分かりません。黒水晶の戦士たちよ、一つ教えてほしい。なぜそれほどまでに危険に挑もうとするのだ？何がお前たちを突き動かしている？ここに思いがあるんだ。
カオスを倒したい。倒さねばならぬ。上や乾きと似た感覚だと思ってくれ。ほう。苦しくてしょうがない。いいだろう。大臣、神殿の鍵を用意しなさい。は。ジャック、アッシュ、ジェド。 So, jetzt scheint's, oder? Läuft's wieder? Nein, läuft immer noch nicht flüssig. Was hat der denn für Probleme, Alter? Also ich sehe, dass der Upload richtig schwankt. Aber ich habe die empfohlenen Einstellungen. Ich verstehe das mal wieder nicht. Premium 6000 Bitrate ist passend. Konstante Bitrate ist auch eingestellt. Trotzdem schwankt es stark. Jetzt sollte es eigentlich wieder flüssig laufen, hoffe ich. Hallo Noah der Dritte. Aber könnte es vielleicht daran liegen, dass ich bei der Game Capture UHD eingestellt habe? Moment. Ich guck mal, was passiert, wenn ich den jetzt auf 1980 stelle. Und jetzt an. Sorry. Bildschirmrand anpassen. So. Vielleicht passt das ja jetzt besser. Weil ich hatte ja die Game Capture auf UHD gestellt. Und ich kann ja gar nicht in UHD hier hochladen. Vielleicht liegt es daran. Weil bei YouTube kannst du, egal was du bist, in UHD hochladen. Bei Twitch ist das nur unter bestimmten Dingens. Ja, mache ich morgen, Noah. Wobei, ohne Ultra Instinct, das ist schon ohne Scheiß. Ihr wollt immer, dass ich das mit irgendwelchen Billo-Charakteren schaffe. Das ist ja schon mit den Charakteren schwer, die man dafür braucht. Jetzt könnte es sein, dass es vielleicht gut klappt. Das ist auch richtig dumm. Der Controller vibriert, wenn er einfach nur mit dem Fuß auf den Boden tippelt.
Jetzt scheint der Upload konstant zu sein. Also es könnte wirklich daran gelegen haben, dass die Game Capture auf Ultra HD stand. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde die ballern, auch wenn die Plastikhaare hat. Also Scream habe ich noch nicht gespielt. Ich habe jetzt nur den Normalmodus bisher geknackt. Schwer mache ich natürlich auch noch, ist klar. Und ja, eigentlich mache ich alle, aber ich weiß nicht, wie man das ohne Ultra Instinct schaffen soll, ehrlich gesagt. Immer die Dolche, ne? Ich muss mal kurz hier ein Fenster einblenden. Ja. Hier ist ja kein Stream-Schlüssel oder so angezeigt, ne? Nee. Okay. Wo habe ich denn hier Fensteraufnahme? So, ich mache das mal einmal kurz hier rein für Benji. So, Benji, wenn du hier unten unter Einstellung gehst, dann macht er hier diesen CC-Button. Und wenn man diesen CC-Button anklickt, dann kann man hier quasi... Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie war das nochmal? Was so? So, und wenn ich jetzt spreche... Dann sollte man hier eigentlich jetzt, ich gucke nochmal eben, ob das hier an ist, weil ich habe nämlich auch keine Ahnung von dieser Scheiße und ich weiß auch nicht, warum die Entwickler das nicht machen. Funktioniert das jetzt oder nicht? Irgendwie spackt das gerade. Gucken wir nochmal. Start. So. Jetzt sollte das eigentlich theoretisch hier unten angezeigt werden. So sollte es zumindest sein. Und dann kann man sich halt auch die Größe, die Position hinlegen, wo man will. Man kann das Ding halt größer machen, kleiner machen, wie man das halt haben will. So, dann kann man das hier sichtbar, nicht sichtbar machen, glaube ich. Also so wurde es online halt angegeben, ne? Man kann es dann hier auch größer machen oder kleiner machen, je nachdem wie man es haben will. Hintergrund ändern. So. Ich hoffe, das hat er gesehen.
Oder muss ich das selber anhaben? Aber eigentlich steht da... Ihr müsst mir mal Feedback geben. Ich weiß nicht, ob das bei jemand anders so funktioniert. Das ist ja auch das erste Mal, dass ich den Quatsch hier mache. Speichern. Achso, macht er das einfach so? Kombi-Set ändern. Ich verstehe auch nicht, warum die scheiß Entwickler von Twitch und YouTube nicht in der Lage sind, einfach mal so einen Untertitel da einzufügen. Ich check das nicht, ne? Aber irgendwie funktioniert dieses Plugin auch noch nicht so 100%, oder? Oh doch, wobei doch geht. Aber warum das nicht automatisch einfach drin ist, so als... Ich check das nicht. Ich komme echt nicht darauf klar. Weiter als bis hier war ich übrigens auch noch nicht, deswegen keine Ahnung, was jetzt genau gemacht werden muss. Achso, hier, dann kann ich das Ding noch wechseln. Ach Benji, was soll ich denn machen, Alter? Mehr als das kann ich auch nicht machen. Keine Ahnung, kann man da zurückspulen? Was weiß ich, Alter? Ich bin doch kein Zuschauer. Eine Karte wäre mal praktisch hier. Wie kann der Otto springen? Ups. Nein. Hä? Kann der nicht springen? Wie dumm ist das denn? Oder der kann irgendwie springen und das wird natürlich als einziges nicht gezeigt. Ja, Luke. Kann man den Stream irgendwie zurückspulen? Ihr könnt ruhig mal mit Benji reden, das wäre schon ganz cool. Weil er ist der Einzige, der halt nicht alles mitkriegt, was ich sage. Jack,
下に魔物がいる。しん。Ja, und was nützt mir das jetzt, wenn ich hier zwischenwechsel? Ich weiß immer noch nicht, wie ich springen soll. Hä? Oder ob ich hier überhaupt springen kann? So dumm, Alter, dass sie... Versteh das nicht, warum die auf solche Leute keine Rücksicht nehmen, ne? So, was soll das? Als ob das für die jetzt so ein Riesenproblem wäre, bei YouTube und Twitch einfach eine scheiß Live-Untertitelfunktion einzufügen. Was soll das denn? Und offenbar funktioniert die ich jetzt eingefügt habe, nur auf dem PC. Ja, wow. Weil man heutzutage ja überall nur da guckt, ne? そこにキューブが見えたぞ。ここにあるんだ。覚えてこ。Ja, das ist genau die gleiche Waffe. Aber irgendwie sieht der Dude ein bisschen aus wie Break oder so aus Kingdom Hearts, ne? Richtig dumm, Alter. Benji sagt gerade, auf dem Smartphone gibt es diesen Button nicht. Ja, super geil, Twitch und YouTube. Was bringt das denn dann bitte? Ich finde die Steuerung extrem starr, weil du kannst irgendwie... Habe ich jetzt meine Ausrüstung deswegen verloren? Digga, dein Ernst? Du verlierst alle Gegenstände, weil du verloren hast? Wofür speichere ich denn dann? Dann wäre es ja schon fast klüger, an dem Checkpoint neu zu laden. Geht das? Oder speichert der hier automatisch? Ich will es mal ausprobieren.
Das müsst ihr... Ja, dann hat er das nicht gespeichert, glaube ich. Also, dann hat er das überspeichert. Nimmt er immer noch auf? Offenbar muss ich tatsächlich das Ding hier anlassen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist nur für mich selber. So, geht das jetzt wieder? Irgendwie hängt sich dieses Plugin manchmal auf, glaube ich. Also irgendwie ist das komisch. Mit dem Untertitel. Weil ich habe ja hier so eine Browser-Erweiterung, so ein Browser-Moped. Und da muss ich dann halt wieder Start drücken. Und manchmal läuft das dann nicht. Und keine Ahnung. やるぞ、ついてこい。この調子なら問題ないね。よくやったな。次も頼むぞ。 Ups. Schade, dass ich keine Fernwaffen habe. Alter, was ist denn hier los, ey? Warum sind denn hier so viele Gegner? Und auch ein Set-Bonus. Alter! Warum kann ich die jetzt nicht dahin schicken?
runter. So, kann ich jetzt auch die Ausrüstung von den anderen wechseln? Ah, tatsächlich. Guck mal, hier habe ich auch direkt die verblassten Beinschienen, die noch fehlten, glaube ich. Okay, der kann dazu keine Hose tragen, offenbar. Okay, macht auch Sinn, weil das andere Ding ja so ein kompletter Anzug ist. Nochmal zurück. Wahrscheinlich am Speicherpunkt kann ich mich doch bestimmt heilen, ne? Hä? Also eigentlich hatte ich hier die mittlere Taste gedrückt und nicht den Kreis. Keine Ahnung, warum der jetzt diesen Move gemacht hat. Oh, man kriegt dann auch direkt 5 Tränke. Auch gut. Aber alle Monster sind auch wieder da. Wie geil sind die denn? Du speicherst und alle Monster sind wieder da. Die ist ja mal mega sinnfrei. Loot! Aber jetzt läuft der Stream flüssig, oder? Läuft der noch gut? Oder haben wir Aussetzer wieder gehabt? Also der zeigt mir hier gerade 15.000 Aussetzer an, aber ich glaube, das sind die, wo wir vorhin richtig Probleme hatten. Okay, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, mal hier zu gucken, wie es aussieht.
Hallo Statscrafter. Einen anderen Dude noch nicht überprüft, haben wir vielleicht noch bessere Waffen bekommen. Ah, guck mal. Stummdolche der Stufe 4. Und verblasste Handschuhe der Stufe 3. Digga, wie schnell ist denn der? Aber diesmal ist die Ausrüstung da, komisch. Hat er das wohl vorhin davor gespeichert? Truhe ist ja jetzt bestimmt geöffnet, ne? Sieht so aus zumindest. Und der Weg ist da hinten frei, also gehen wir einfach direkt weiter. Ah, cool. Ich habe seine Fähigkeit absorbiert. Ich bin Mega Man. Den letzten... Jetzt hat er wieder bei Statscraft, da hat er jetzt wieder aufgehört. Was ist denn das für ein doofes Plugin, Alter? Test. Jetzt geht's wieder. Ey, das ist so dumm. Ups. Ach so, die Fähigkeit behalte ich gar nicht für immer. Streikkolben aus, okay.
Ich finde die Fee, die Dinge sehen total behämmert aus, die Klamotten, ja. Besser oder schlechter ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Hä? Ist doch genau das gleiche. Ach nee, die 7er haben zumindest ein bisschen mehr Defense und Magie und so. Achso, ja, ich sollte den Streitkolben noch ausrüsten. Aber der Streitkolben ist doch schlechter. Kann ich irgendwo die Sekundärwaffe wechseln? Da. Hä? Ich hab dir doch gerade was anderes ausgerüstet. Ach so, ist nicht mit dem aktuellen Job kompatibel. Duelland, Faustkämpfer. Der ist auch Duelland. Wechseln, bestehende Affinitätsbonus anzeigen. Spezialeffekte, Ausrüstung optimieren. Gibt es nicht irgendwie einen Bonus? Wieso kann der die nicht tragen? Ach so, der ist Faustkämpfer. Kann der die denn tragen, die Waffe? So, der kann. Hä, der kann das gar nicht wechseln? Interessant. Irgendwie sieht sein Gesicht von der Ferne voll komisch aus, finde ich. Aber soll ich den Job dann wechseln oder was will er jetzt von mir hier? So, jetzt bin ich Magier. Jetzt ist aber mal wahrscheinlich mein Angriff schlechter. Nein, ich will nicht Folger wirken. Ich will aber nicht Folger wirken. R3 anvisieren, R2 wirken. Komm besser. Also ich würde sagen, das ist wesentlich effektiver. So geht das.
慣れられたかな。手応えありだな。 Irgendwie wieder gerade zurückgegangen? Ich bin doch schon hergekommen. Deswegen ist eine Karte wichtig. Ich finde es lustig, dass meine URL immer noch Gameaholica zockt für euch ist. Obwohl ich meinen Namen schon längst vor ewigen Zeiten geändert habe. Ach, deswegen sollte ich auf den Streitkolben ausrüsten. Jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Achso. Brauchte ich gar nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an Metal Gear Solid Rising oder wie hieß das nochmal? Wo man den Dingens gespielt hat, der dann hinterher so voll androidenmäßig war. Wie hieß das nochmal? War das Rising? Jetzt macht es vielleicht doch Sinn, ein Kampfset anzulegen, ne? Kampfset wechseln. Achso, das ist das. Wobei, ich bin ja faul. So. Okay, bei dem passt alles. Was ist los mit euch? Seid ihr verstummt oder warum kommt da nichts? Will ich Basra nehmen? Ich will Polgar nehmen. Außerdem hatte ich doch auf den hier gezielt. Loot! Mächtiger Badabum.
Der hat nur noch Schaden gekriegt, Alter. Echt jetzt? Also ich glaube, es lag vorhin an den Aussetzern tatsächlich daran, dass das auf 4K stand. Boah, ich glaube, der Shake stand ein bisschen zu lange im Kühlschrank. Ist mir ein bisschen schlecht davon. Ich weiß gar nicht, was es bringt, wenn ich die kaputt mache. Achso, mein Mana lädt sich auf. Aber ich muss sagen, an sich, Grafik und alles cool. Es ist aber definitiv kein Devil May Cry vom Hack-and-Slay-Feeling, ja? Hey, ich mache mir noch ein bisschen Sorgen um Benji, weil von dem kommt jetzt gar nichts mehr. Der wollte das jetzt nochmal auf dem Laptop probieren. Hab ich hier irgendwie eine Tür übersehen? Ach, da. Sah jetzt aus wie eine Wand. Ups. Wenn ich jetzt springen könnte, wäre das schon praktisch, ne? Mal gucken kurz für den Benji, kann ich das hier anders einstellen, zu meinem Kanal hinzufügen? Okay. Größe kann ich noch ändern. Ne, sonst kann ich eigentlich nichts machen. Was ist das hier? Achso, ich kann es dunkler machen. Die Schrift etwas größer machen. Aber das war's auch schon. Ich kann es halt noch anders positionieren, aber mehr geht leider nicht. So, hängt der sich wieder hier auf oder wie ist das? Test.
Keine Ahnung, was der hier manchmal für ein Rumspacken macht. Das ist irgendwie auch nicht ausgereift, das System. Aber ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum ein großes Unternehmen wie Twitch, was mittlerweile zu Amazon gehört, oder auch YouTube, einfach nicht auf Leute Rücksicht nimmt, die halt nichts hören können. Ich meine, das ist ja auch Geld, das denen verloren geht, ne? Das sieht irgendwie nach Endgegner aus. Irgendwie finde ich, fehlt jetzt gerade ein Speicherpunkt hier. So haben die schon direkt alle Verbesserungen. Ich hole mir mal ganz kurz eine Kopfschmerztablette und nochmal eine Cola, weil irgendwie, weiß ich nicht, magentechnisch ist gerade, ich weiß nicht, das, hier ist so ein Proteinshake, der stand wahrscheinlich einen Tag zu viel im Kühlschrank. Aber irgendwie, na doch, funktioniert. Irgendwie ist das Plugin aber immer noch nicht so wirklich dolle, weil das hängt sich manchmal auf. Erstmal die nervigen Bomber wegmachen. Ich
Es ist doch egal, ob das nicht so viele sind. Da kannst du auch sagen, ach, so viele sind ja auch nicht schwul. Dann braucht man ja für die auch nichts machen. Es geht doch aber darum, dass es kein Aufwand ist und dass sie damit trotzdem mehr Leute erreichen. Oh oh. Das sah schmerzhaft aus. Digga, warum hängt sich dieses Scheiß-Plugin immer wieder auf? Und dann sind die auch noch so frech und fragen nach Patreon, Alter? Na super. Diesmal mache ich Tom Berry platt.
So wie meine Schritte aussehen, kommen wir der Finsternis bedrohlich näher. Ups, das wollte ich nicht. Digga, was ist das denn für ein scheiß Move von dem? Über einen kostenlosen Prime-Sub und natürlich über ein Trinkgeld über PayPal freue ich mich auch immer, by the way. Warum gibt es hier keine Karte und warum hängt sich dieses scheiß Capture-Ding immer wieder auf? Komm, da ist noch eine Tür. Keine Gegner, das scheint mir nicht logisch. Digga, was sind das manchmal für Gegner, Alter? Das nervt voll. Diesmal verschwenden wir keine Zeit mit diesen Gegnern. Wir haben ja diesen komischen Schlüssel jetzt bekommen, das heißt, wir gehen sofort hier hin. Hallo, Light! Nein. Speicher. Ja, der Benji sorgt dafür, dass der Kanal lebendig bleibt, hör mal. Aber nein, die Klicks und Likes zählen natürlich auch immer. Die sich schon wieder aufgehangen? Test. Oh, ich hasse dieses Ding, ne? Was ist das denn für ein Schrott? Wer hat denn diesen Müll programmiert? Alle 5 Sekunden hängt sich das Scheißding wieder auf. Tut mir sorry, Benji, aber dieses Plugin ist der größte Müll, Alter. Wir sehen voll aus wie die krasse Gangster-Boy-Band.
So, wenn das jetzt ein deutsches Synchronstudio gewesen wäre, wäre er jetzt reingekommen. Tschüss, Digga, bist du Chaoslan? Das war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Schon sagen. Digga, wie soll ich denn solchen krass Range-Angriffen ausweichen? So dumm. Wie soll ich dem denn ausweichen? Übertreib. Das ist doch so dumm, Alter. Der macht viel zu viel Schaden. Ich kann dem kaum ausweichen. So, wie blöd ist denn das? Ich glaube aber, Magie bringt uns hier auch nicht weiter. Deswegen werde ich mal die Ausrüstung wechseln. Weil wir haben ja hier noch so einen Speer und so bekommen. Okay, das könnte gut klappen.
Gucken wir nochmal, ob der dann vielleicht andere Ausrüstung aufwählen will. Ne, bleibt alles wie gehabt. Ja, der zeigt auch gerade wieder an, dass er hier Probleme hat. Die höhere Reichweite gegen den ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ah, okay, das ist auch nicht übel. Verschwindet. So, ich muss das so machen, auch gut. Alles klar, Light. Schön, dass du trotzdem da warst. Also eigentlich den auf Distanz zu halten und immer mal wieder von außen anzugreifen, um meine Mates mehr machen zu lassen, ist eigentlich hier sogar die bessere Taktik. Was, das was? Der Typ ist einfach jetzt tot? Alles klar, Markus, bis dann. Kao mite yaro. Ein Mädchen? Warte. のも、もも震えてる。私はネオ。カオスにはなれなかったのか。 順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。 闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。 그다란.
als wenn er sein Handy angemacht hätte. Chaos への思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世、暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて。謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。So, meine Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal Feierabend für heute. Sind ja auch schon einige wieder gegangen. Aua. Ich habe sowieso Kopfschmerzen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, also beziehungsweise bis morgen und ciao.